Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic. Folge 2. Letzte Folge haben wir hier so ein bisschen den Wald aufgeräumt. Den Goblin da oben noch fertig gemacht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder runter, hier am Fliegebaum vorbei und auf den Pfad zurück. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob der hier so runter. Yeah, jetzt schlittert der wieder so cool runter. Das finde ich so cool. Zack. Komm. Jawohl. Sehr gut. Da hatte ich soweit alles. Da drüben war ich noch nicht. Jetzt gehen wir hier mal über die Brücke. Junge, nimm mal die Axt. Oh, da ist ein Schwert. Sehr schön. Hier ist wieder so ein junger Molerat. Ah ne, Junge. Okay. Weil es war mir... Ich erkläre euch gleich warum. Fuck. So. Es war mir immer ein bisschen Mysterium, ob das Molerat oder Mole Rat heißt. Aber dadurch, dass da steht Junge, Mole Rat. Also Rat, Ratte, aber Mole weiß ich gar nicht. Vielleicht sowas wie Mole. Was könnte Mole heißen? Vielleicht sowas wie irgendwie Matsch oder so. Keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Reisschnaps. Lecker. Erzbrocken. Guck mal her, Junge. Und hier ein rostiges Schwert. Cool. Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Gut. Dann verpissen wir uns wieder. Abwärts. Freunde. Ach ja. Waldbären. Lecker. Hier war ich schon drin. Das sieht cool aus, die Pflanzen. Echt geile Mod. Und vor allem die Mods kommen ja nicht von den Entwicklern, liebe Freunde. Die Mods kommen von Fans. Von Fans gemacht. Einfach, ich muss auch euch nochmal, falls jemand dabei ist, der da sieht, fettes Dankeschön sagen. Was ihr da für Arbeit reinsteckt, das ist unglaublich. Also wirklich, guckt euch das an. Guckt euch an, wie ich hier feststecke. So. Ein Traum. So, da ist wieder ein Scavenger. Ein Junge. Die halten nicht so viel aus. Komm, Junge. Ich glaube, ich wechsle dann mal auf das Schwert. Ich guck mal eben kurz. Ne, steck mal wieder ein, Junge. Ja, das Schwert ist krasser. Das macht 10 Schaden und die Spitzhacke 7. So, gibt's hier nur was? Hier noch ein Knüppel, Junge. Die verkaufen wir dann alle. Knüppel brauche ich nicht. So, hier ist noch ein Pfeil. Halt, da ist auch noch einer. Pfeil. Pfeil. Aber das war's. So. Dann gehen wir mal hier wieder hoch. Mehr gibt's hier nicht. Doch, halt, Waldbeere. Ganz wichtig, Waldbeeren. Lecker Waldbeeren. Altes Schwert. Noch ein Schwert. Rostiges Schwert und altes Schwert. Und das alte Schwert macht 12 Schaden. Dann nehmen wir das. Ich kann euch auch mal kurz meine Werte zeigen. Im Moment sind wir noch Stufe 0. Haben 320 Erfahrungspunkte. Und wir brauchen noch 180 Punkte. Dann kommt die nächste, Stufe. Dann kriegen wir Lernpunkte. Und zwar 10, glaube ich. Und Stärke bei den Attributen haben wir 10 von 10, Geschick 10 von 10, Mana 5 von 5 und Lebensenergie 24 von 40. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Leben verloren. Schutz vor Waffen, vor Geschossen, vor Feuer, vor Magie. Das ändert sich, glaube ich, wenn wir Klamotten anlegen und Ringe und Amulette und so. Spezialfähigkeiten haben wir noch keine erlernt. Sind ja auch noch am Anfang. Schleichen können wir lernen, Akrobatik, Magie können wir noch nicht. Diebstahl und Chance des Versagens steht daneben. Schlösser öffnen haben wir noch nicht. Also
können wir, glaube ich, aber sind noch ganz schlecht. Und Taschendiebstahl. Ich weiß nicht, ob ungeübt heißt. Naja, gut, ungeübt wird heißen, du kannst es nicht. Wir versagen zu 90% jeweils. Und Einhänder können wir üben, Zweihänder können wir üben, Bogen können wir üben, Armbrust können wir üben. Ja, und das war's eigentlich mit unserem namenlosen Held. So. Das kurz zu dem Stand der Dinge. Sching! Jetzt gucke ich mal, wie viel das alte Schwert zieht. Das ist immer noch ein junger. Ja, zieht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Sehr schön. Man kann, glaube ich, auch noch so einen Doppelschlag machen. Ach nee, warte mal. Oh, man kann richtig hin und her. Man muss nur... Okay, man kann sogar richtig hin und her schlagen, das ist cool. Man muss nur genau abpassen. Und ich glaube, ich weiß es aber nicht genau, aber ich glaube, das ist bei jeder Waffe anders. So, hier hatten wir alles. Ach, schön. Da sehen wir auch schon übrigens das alte Lager. Brauche ich natürlich den Leuten, die Gothic kennen, nicht erzählen. Aber für die Leute, die nicht Gothic kennen, macht euch auf eines der geilsten Spiele bereit. Wirklich gefasst nicht bereit. So, Seraphis und Orkblatt war das andere, glaube ich. Ich glaube, Orkblatt, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Seraphis gibt Lebensenergie und Orkblatt gibt auch Lebensenergie. Und zwar ordentlich. Nice. Also Kräuter will ich auch nicht verkaufen, weil du kannst hier... Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Kann man Tränke brauen? Weiß ich gar nicht, ob das in Gothic 1 schon geht. Oh, wie cool. So. Achtung, Freunde, ich muss es euch nochmal kurz zeigen. Dieses Licht. Oh, wie cool das aussieht. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Nice. Einfach nice. Jungs! Hey, du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Shit. Was jagt ihr denn so, ihr Pisser? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Nice. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Okay, liebe Freunde, ich glaube, mit den Mods gehen ein paar Grafikfehler einher, aber... Kann man jetzt, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Schreibt's in die Kommentare, wie ihr es findet. Ja, wo kriege ich bessere Rüstung her? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Mordrak. Okay. Ich glaube, das schreibt er sich auch auf, aber ich weiß nicht, ob er das sich jetzt schon aufgeschrieben hat. Also, wo es Händler gibt und so. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Aber wir sind doch schon im Wald. Also, durch die Mod natürlich. Ja, wo kriege ich eine Karte her?
Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Jo. Danke für die Hilfe. Mal gucken. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Also, und ich habe zwei davon. Die verprügeln mich zweimal. So. Drax, also. Yo, Drax, my homie. Kannst du mir was erzählen? Ihr jagt hier, richtig? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ja, ich hoffe, also hier, wir können ihm jetzt Bier geben, aber ich hoffe, da kommt jetzt auch was Nützliches. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Der Mund von uns. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Ach. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Gut, vielen Dank. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Okay, wir können jetzt hier bei ihm lernen. Häuten von Reptilien. Krallen abziehen. Fell abziehen. Zähne entfernen. Ja. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Da hat er eigentlich recht. Das ist wirklich eine Möglichkeit, um schnell Kohle zu verdienen. Und viel vor allem. Merke ich mir mal, dass der hier, also er will eine Karte und er kann mir Sachen beibringen. So. Das war's, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob, wenn ich jetzt die Scavenger da angreife, ob Drax und Redford die dann halt auch angreifen. Dann nehmen die mir ja die Punkte. Boah, oh, wie geil ist das denn? Ja, vor allem, wie geil ist das denn? Sieht aus, als würde der so irgendwie walken, so schnell gehen. Sieht immer so bekloppt aus, finde ich. So. Jetzt gucken wir mal hier eben kurz. Aber hier gibt's nichts weit. Oh, ein Scavenger. Komm mal her, Junge. Nichts ist. Zack. 45 Erfahrung. Vielleicht kriegen wir schon die erste. Ja, 100 kriegen wir zusammen noch. Ich versuch mal, dass die mir nicht die. Ich kann ja nirgendwo lang, das ist das Problem. Wehe, ihr nehmt mir meine Punkte weg. Ich esse noch mal kurz was. So. Ja. So. Sieht er mich? Komm mal her. Komm her. Jetzt sehen mich wieder zwei, siehst du, das wollte ich nicht. So, ich renn mal eben kurz an den vorbei. Ich hoffe, das ist nicht dumm, was ich hier mache.
Alter, ihr Pisser! Ich halte mich da lieber raus. Das hättest du mal vorher machen müssen. Aber cool, ich kann die Pfeile einsammeln. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Seit wann ist das denn so? Ist das die Mod oder war das schon immer so, dass man Pfeile aus toten Tieren ziehen konnte noch? Das ist ja cool. Das ist bestimmt die Mod. Freies Zielen. Sehr zu empfehlen. So, weiter gehe ich aber jetzt noch nicht. Ich glaube, wir kommen hier noch an ein paar Tieren vorbei. Ich krieg meine Punkte schon zusammen. Ihr Pisser. Eigentlich sollte ich dem jetzt keine Karte mitbringen. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Ich meine, ich muss die ja bestimmt kaufen. Warum sollte ich ihm überhaupt eine Karte mitbringen? So, gibt's hier noch was? Nee. So. Vergleicht mal das Original. Oh. Vergleicht mal das originale Gothic bitte. Mit dem gemoddeten Gothic. Das ist der Shit, Freunde. Das ist der Shit. So, was willst du, Junge? Ich bin unzerstörbar. So, 40 Punkte. Nee, Freund. Ich dachte, der kommt schon wieder her. Ich dachte. Keiner klaut mir meine Tiere, Alter. Kann natürlich sein, dass die Mod Bigger Nature, also mit den ganzen Bäumen hier und so, ein bisschen aufmuckt, also die Grafikfehler, wegen der Schattenmod. Also wegen DirectX, aber weiß ich nicht, ich habe es vorher nicht probiert, aber es stört ja jetzt nicht so sehr. Komm her! Komm! Alter! Disco Pogo! Disco Pogo! Disco Pogo! Wie nah soll ich denn noch rangehen? Alter, die ziehen schon wieder Waffen im Hintergrund. Den mache ich auch noch. Den hole ich mir noch. Ich darf nicht sterben. Ich bin tot. Nein. Freunde, wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Freunde, wir sind zurück zu Let's Play Gothic. Ich musste das alles jetzt nochmal spielen, weil, als ich speichern wollte, ist das Spiel abgestürzt. Deshalb musste ich, bis zu diesem Zeitpunkt hier alles nochmal machen. Prima. Also, es kann sein, dass so ein paar Sachen abweichen. Ich habe übrigens oben, es hat sich ein bisschen gelohnt, weil ich habe oben, da wo der Goblin war und die Mallrats, habe ich einen Trank gefunden. Den hatte ich vorhin übersehen. Und jetzt lasse ich die Scavenger mal in Ruhe. Und gehe mal zu den beiden Kollegen hier. Brückenwache. Beides Brückenwache. Hat die irgendwas zu sagen? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Nice. Nicer Dude. Blutfliege. Ich kann die Flügel schon mitnehmen? Muss ich das nicht erst lernen? Steht hier nicht. Steht hier irgendwie nicht mit dabei. Egal. So, Brückenwache. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. So wie ich? So. Achso. Hatten wir schon. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Noch nicht, liebe Freunde. Das sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Alter, ich werd's nochmal zu was bringen, mein Freund. Du musst gar nicht so blöd lachen. Schön. Ja, liebe Freunde, was ich jetzt machen werde, ich werde alle 2 Minuten speichern. Das habe ich mir, wie ihr seht, dick hinter die Ohren geschrieben. So mache ich jetzt hier.
Und ich bin ein bisschen, paranoid und deswegen mache ich 3 Speicherstände. Weil wenn du einen Speicherstand hast und du speicherst und das Spiel stürzt ab, dann ist dieser Speicherstand meistens im Arnus. Und vor allem im Arnus. Arnus. Und den kannst du dann auch nicht zurückholen. Da bist du dann... Und vor allem in dem Let's Play macht das dann auch nicht so gut. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, so mehrere... Ich habe gerade gesehen, wenn mehrere Viecher kommen, dann bin ich am Arnus. Hier ist noch ein Becher. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal von Gruppierungen von Tieren fern. Ich guck mal hier. Hier gibt es noch... Pflanzen sind auch gut. Pflanzen tun hier nichts. Aber geben halt auch keine Erfahrung. So. Wer seid ihr? Kann ich eure Fleischwanzen... Euer Fleisch... Kann ich euer Fleischwanzen-Ragout haben? Danke. Nice. Kann ich das hier auch haben? Ein Kochlöffel? Und ein Becher? So. Buddler, Junge. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Bist ja ein richtiger Bushido. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Okay, ich habe ja eben gespeichert. Ich will mal kurz gucken, ob ich... Warum? Nein. Okay. Versuch das nicht nochmal. Das war nicht so gut, liebe Freunde. Die Kollegen setzen sich wieder. Habe ich jetzt angesprochen? Muss ich jetzt nochmal ansprechen? Alter. Warum bist du... Geiler Move. So, das kann ich skippen. Wie die aufstehen. Cool. Was machst du? Ich will... Kann ich das auch lernen? So. Ich will eben kurz noch, bevor wir ins Lager gehen, hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es hier noch... So, da sind... Mit denen will ich mich erst recht nicht anlegen. Da ist noch eine Insel. Da ist, glaube ich, ein... Ne, sind auch 2 Scavenger. Aber ich habe ja gespeichert. Ich probiere es mal. Ein Bogen wäre jetzt auch ziemlich cool. Na, vielleicht kriege ich ihn eigentlich... Ach, ich habe ja noch die Spitzhacke. Ich nehme jetzt das alte Schwert. Vielleicht kriege ich den dann weggelockt. Ja... Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Oh, jetzt kommt der andere. Schnell fertig machen. So, der ist tot. Oh Gott. Nein, nicht in die Luft. Nicht in die Luft hauen. Komm her. Ganz vorsichtig. Sehr schön, Freunde. Wir sind eine Stufe gestiegen. Das heißt, wir haben 10 Lernpunkte. Und die können wir jetzt benutzen, um stärker zu werden. Also können wir bei Lehrern eben wie drüben heute abziehen lernen. Oder morgen. Und wir können aber auch Stärke üben, Bogen üben, Einhand, Zweihand, Vierhand und 9-Hand. So. Hier gibt's aber sonst nichts, oder? Sehr schön, dann haben wir... So. Ist hier eigentlich nichts mehr, denke ich mal. Und die Vögel... Oh, da. Da ist noch ein Scavenger. Den hole ich mir nochmal. Und dann speichere ich auch gleich wieder, Freunde. Oh, das ist ein normaler Scavenger. Eieiei, der hat mir auch ordentlich wieder gezogen. Und der hat aber 2 Fleisch, sehr gut. Komm, iss mal was, Junge.
Wir haben ja jetzt noch Pflanzen. Noch können wir uns... Wir können dann das Fleisch auch braten. Ich weiß gar nicht, wir können das auch roh essen. Dann hat das 10, aber ich glaube, wenn wir es braten, hat es 20. Also das lohnt sich dann auch richtig, liebe Freunde. So, ich speichere hier mal nochmal auf Nummer 1. Soll ich es versuchen? Ich will hier ein paar Viecher abschlachten irgendwie. Komm mal her. Ja, ja. Komm mal her. Komm. Komm. Übrigens, Freunde, es kann passieren, ich habe vorhin auch schon gesehen, ein Grafikfehler, dass die Spieltext oder beziehungsweise die NPC-Textur nicht angezeigt... Das ist so laut. Nicht angezeigt wurde. Also man hat das Tier nicht gesehen, nur den Namen, also stand drüber, was es für ein Tier war. Und da war wieder ein Grafikfehler. So, ich gehe mal kurz in den Einstellungen nochmal. Stelle ich nochmal Audio um. So. Wobei eigentlich kann ich die Musik ja lauter lassen. Die ist ja nicht so laut. Nur bei den Effekten ist es halt ein bisschen... So. Okay. So, dann nehmen wir uns jetzt gleich mal den nächsten vor. Der andere sieht mich nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Komm. Ja, super. Den haben wir weggelockt. Sehr schön. Hoffentlich habe ich genug Leben jetzt noch. Komm her. Okay, fuck, das war nett. Oh. Kombo, liebe Freunde. Kombo. Jetzt noch den dritten. Ich esse nochmal schnell. Ich nasche noch was von den Pflanzen. Komm her. Okay, wenn wir... Alter, dieser Grafikfehler manchmal. Wenn wir schnell... Höllenpilz. Auch nicht schlecht. Wenn wir schnell hin und her schlagen, dann haben die eigentlich keine Chance, uns zu treffen. Da ist noch Seraphis. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Also richtig betont. Da ist noch ein Scavenger, ein einzelner. Komm. Fuck. Jetzt. Manno. Er schlägt manchmal aber auch echt langsam zu. Noah. Wir haben schon 24 Fleisch, liebe Freunde. Lecker. Kann man uns nachher richtig schön das Steak in die Pfanne hauen. Was esse ich denn jetzt? Das hat 14 Lebensenergie. Ja, esse ich das jetzt hier. So, ich guck mal, ob ich das fixen kann mit den Grafikfehlern. Ob man das irgendwie noch weg... Was macht der denn da? Jumpt der da rum? So. Nee, jetzt gehe ich wieder zu weit weg. Okay, ich glaube, wir können uns so langsam mal Richtung Tor begeben. Ich will hier schön alles abchecken nach Kräutern und so. Weil im Moment brauchen wir die halt wirklich. Ich würde am liebsten überall mal lang gehen, aber wir wollen ja erstmal ins alte Lager. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Gothic kennt, seit wann ihr denn das spielt oder wie lange ihr das halt schon kennt. Und wie ihr so diese Mods findet. Findet ihr, das ist irgendwie zu krass irgendwie, man sollte das alte Spiel so lassen, weil es halt das ausmacht, oder... Findet ihr, das ist gut so, dass das noch weiterentwickelt wird. Und ich habe... Ach, da ist noch ein Scavenger. Ich habe übrigens gesehen, liebe Freunde, es gibt tatsächlich... Es gibt tatsächlich Gothic Remastered. Da hat sich ein Fan irgendwie... Hat angefangen... Ich weiß nicht, in welcher Engine das ist. Unreal Engine, glaube ich. Hat ein Fan angefangen, Gothic zu remastern. Einfach mit... Komplett neu. Ich habe es mir mal runtergeladen, aber es hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Das sah richtig cool aus. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Vorstellung von machen. Ich glaube, man kann es noch nicht zocken. Also es hat glaube ich, nur
Also die Welt ist, glaube ich, noch nicht ganz echt. Muss ich echt mal gucken. Könnt ihr auch mal bei YouTube schauen. Und ja, ich hoffe, das Projekt geht noch weiter, weil das sah echt vielversprechend aus. So, ich würde sagen, wir haben uns hier genug umgeguckt. Ich will noch mal ins Wasser springen. Ich will mal eben gucken, ob man da treibt, also mit dem Wasser treibt. Ja, ein bisschen. Ja, gemütlich. Wer meinte, das alte Lager ist unter der Brücke? Also guck ich mal nach, ob das auch stimmt. Das ist das alte Lager? Wow. Cool. Und ich bin der Erzbaron. Okay. Jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit. So. So, Jungs. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ja, also wir sagen mal, dass wir Diego kennen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Da ist die Sache nämlich geritzt, Freunde. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Okay. So, hier ist noch eine Torwache. Sagst du noch irgendwas? Junge. Na? Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Okay. Was machst du hier? Ach. Ich passe auf, also mach keinen... Romantisch. So. Ende. Okay, das haben wir abgecheckt, jetzt gehe ich mal rein. Wer bist du? Gardist? So, siehst du, und jetzt kannst du hier so Sachen sagen, ich will Gardist werden. Wer hat dir das sagen? Ich bin neu hier. Wie läuft's denn so? Wie sieht's aus? Wo finde ich? Das können wir jetzt mal machen. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Bei uns wird nicht jeder genommen. Es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Unbedingt. So. Genau, wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Gomez? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Ja, kurz und knackig. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Mhm. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Alter, die Kamera. Immer wenn er sich vorbeugt, so. Okay. Ja. Wie sieht's aus? Willst du Ärger machen? Nee. So. Und dann kann ich noch, wo finde ich? Torus? Haben wir noch nicht kennengelernt? Werden wir noch, liebe Freunde? Wo finde ich Diego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Torus am Eingang zur Burg. Okay. Und dann haben wir das alles abgeklappert. Jetzt haben wir gesehen, was der Gardist so weiß. Die Gesprächsoption. Und ich würde halt den dann auch nicht mehr ansprechen. Also die Leute, die Gardist heißen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Nur noch halt die, die einen richtigen Namen haben. Ah, und Freunde, wir sind im alten Lager angekommen. Und da wird die Musik einfach gleich so schön wieder. Freunde. Das war's mit Folge 2, Let's Play Gothic. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Freunde. Tschüss.